Ein Terminkalender vollgepackt mit Aktivitäten der Eltern und Kinder. In vielen Familien ist das mittlerweile ganz normal. Doch genau so entsteht häufig der Stress. Ich versuche möglichst schnell alles abzuarbeiten, hetze von einem Termin zum nächsten, werde dadurch immer schneller und lege den Fokus immer mehr darauf zu funktionieren. Und da geht ganz viel nebenbei verloren. Kinder rebellieren dann oft, also stellen sich da dagegen, funktionieren eben genau nicht so und die Eltern erreichen dann die Kinder auch gar nicht mehr. Und dann bin ich natürlich ständig im Stress, im Streit, es ist hektisch. Hektisch geht es in vielen Familien auch morgens zu, wenn alle pünktlich aus dem Haus müssen und genau dann die Diskussion über die richtige Kleidung losgeht. Und es gibt noch mehr Situationen, die Stress für die ganze Familie verursachen. Ein anderes Hamsterrad, in dem Familien häufig stecken, ist, dass sie versuchen, alles möglichst gut und möglichst richtig zu machen, dass Eltern ihre Kinder gut fördern wollen, einfach perfekt alles machen wollen und sich damit unter einen sehr hohen Druck stellen und auch die Kinder. Und genau diesen Druck sollten die Eltern vermeiden. Der Weg dahin ist manchmal schwierig, denn vieles ist in den Familien dann schon festgefahren. Da hilft am besten ein klarer Schnitt. Das Spannende daran ist eigentlich, dass genau die Zeit, von der ich denke, dass ich sie nicht habe, die Zeit ist, die ich brauche, um aus der Situation rauszukommen. Das heißt, ich muss mir einmal irgendwie gezielt die Zeit nehmen, um durchzuschnaufen, um mir zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, die Prioritäten zu setzen und dann von da aus zu starten und vielleicht bestimmte Sachen wegzulassen. Denn schließlich ist bei aller Förderung der Kinder eines doch am wichtigsten: gemeinsam als Familie Zeit zu verbringen und einfach füreinander da zu sein.